Einen herzlichen Willkommen, mein Lieben. Heute wieder aus dem Outdoor-Studio. Und bei dem langen Tag habe ich mir gedacht, bringe ich euch was Schönes. Ne? Habe ich vorhin 2 Stunden lang rumgespielt. Eigentlich wollte ich das aus dem Studio machen, das Video. Aber da das Produkt tatsächlich aus meiner Sicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht reif ist für den Otto-Normalverbraucher oder für den normalen DeFi-User, habe ich gedacht, mache ich das einfach von draußen. Und weil natürlich die Sonne gerade am Untergehen war, so schön. Es geht um Bob. Ja, ich habe schon auf meinem Kanal ein Video dazu gemacht. Bob ist aus meiner Sicht tatsächlich eines der sehr, sehr kleinen, aber ziemlich gut durchdachten Stablecoins. Ja, es ist erstens ein explizit auf ZK, also Privacy-Lösung spezialisierter Stablecoin. Ja, weil da kann man problemlos zwischen den Accounts den Stablecoin hin und her schicken, ohne dass irgendeine dritte Partei auf der Chain das nachvollziehen kann. Das ist halt diese Privacy-Geschichte. Und zweitens, es ist ein vollständig gebackter Stablecoin, der sogar die meiste Zeit über kollateralisiert ist. Wie funktioniert das? Bislang war das so, dass die Governance selbst die einzige Partei war, die in der Lage waren, diesen Token zu minten, also diesen Bob-Token. Und für das, was sie gemintet haben, haben die immer 1:1, sagen wir 1 Million Bob-Token gegen 1 Million USDC zusammen in den Pool gepackt. Das heißt, diese 1 Million Bob-Token sind immer durch 1 Million USDC gebackt. Ja? Und wenn jemand praktisch den Bob-Token haben will, muss der die eben aus dem Uniswap-Pool entnehmen. Und dann ist natürlich in dem Pool mehr USDC drin als Bob-Token drin. Das heißt, zu jeder Zeit ist der Bob immer korrekterweise mehr als 1.00, mehr als 100%ig gebackt. Das ist ziemlich stabil aus meiner Sicht, aber dadurch, dass es eben sehr klein ist, wird Preis letztendlich immer noch durch den Preis auf dem Markt, durch die Käufer und Verkäufer diktiert. So, und jetzt haben die gestern und vorgestern ein neues Feature rausgebracht, das haben die auch auf dem Roadmap angekündigt gehabt, nämlich das Minten und Burning, also praktisch nach dem CDP-Prinzip, ja, und dass jeder theoretisch permissionless das machen kann. Und ich habe das heute ausgetestet, wie gesagt, es sind noch ein paar kleine Bugs drin, deswegen mache ich das nicht auf dem Studio, für euch das nicht vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne da ein bisschen mit rumspielen. Denkt dran, am besten mit kleinen Beträgen rumspielen. So habe ich das auch gemacht. Und es geben sich daraus sehr, sehr interessante Kombinationsmöglichkeiten. Ne? Denn es ist nicht so wie bei anderen CDPs, ob das jetzt, sag mal, DAI ist, ob das MAI ist oder diese Grizzly-Dinger da, ich habe vergessen, wie die heißen. Denn dort ist es so, du legst einen Token hinter, ja, oder mehrere unterschiedliche Token hinter und du kannst da dagegen etwas minten. Ne? Der Vorteil ist natürlich, du kannst selbst auswählen, welchen Token du hinterlegst. Ja, und es gibt da vorgegebene Quote, ob das 75%, 60% oder sonst was ist, ja, diese Collateral Ratio. Und bei denen ist es so, die sagen, du legst statt die einzelnen Token eine Uniswap V3 konzentrierte Liquiditätspool-Position hinter. Hat den großen Vorteil, dass man an der Stelle eine sowieso Farming-Position hinterlegen kann. Ja, typischerweise, ich habe das mit Bob gegen USDC getestet. Ich habe einfach etwas weiteren Range eingestellt. Man weiß ja, ne, weitere Range heißt niedrige Zinsen. Aber der Vorteil ist dann natürlich, weil es natürlich Stablecoin gegen Stablecoin ist. Erstens bleibt er eben die meiste Zeit dann in dem Range von 5 oder 7 Tick, so habe ich das bei mir eingestellt, drin. Und zweitens, diese Position, ja, diese konkrete Liquiditätsposition kann ich als Sicherheit hinterlegen. Da habe ich mal $1.000, ja, und kann mir dagegen zu 8, zu bis maximal 85% ist die Quote. Ich habe mir einfach zu 80% oder $800 Bob gemintet. Und diese $800 Bob habe ich nochmal in eine zweite, ja, konzentrierte Liquiditätsposition gepackt, genau zu dem gleichen Range. Und was hat das letztendlich für einen Effekt? Fragt ihr euch. Der Effekt ist erstens, du kannst mit weiterem Range arbeiten, als du normalerweise arbeiten würdest. Ja, weil normalerweise macht man einen engeren Range, weil man höhere Rendite haben will, aber dafür fliegt er halt öfters raus. Ja, du hast diesen Aufwand, das umzupositionieren und so weiter und so fort. Und somit kannst du halt mit weiterem Range arbeiten, fliegst viel, viel weniger raus, heißt weniger Impairment Loss, aber dadurch, dass du eben etwas dagegen ausleihen kannst und das wiederum als eine neue Liquiditätsposition in den Vault reinpacken kannst, kannst du sozusagen leveragen, ja, dein Collateral leveragen und somit kommt man problemlos auf die gleiche Rendite oder sogar noch höher. Leider ist aktuell tatsächlich so, dass diese Vault aktuell sehr, sehr eingeschränkt sind, weil die haben gesagt, das ist Beta-Ausrollphase und die wollen diese Sicherheitsmechanismen, das sind zwar auch Mechanismen wie nur maximal 100.000 pro Vault, mindestens 100 und auch andere Einschränkungen sind dabei und bei den Vaults sind aktuell nur maximal 2 NFT pro Vault erlaubt, ja, das heißt, man kann nur 2 Liquiditätspositionen pro Vault reinpacken und es fehlt zum Beispiel auch aktuell die Oberfläche.
Die kann man durch diesen Link, den man sich selber zusammenbasteln kann, zwar direkt ansteuern, aber man hat über deren Oberfläche aktuell nicht die Möglichkeit, die bestehenden Liquiditätspositionen zu verändern. Du kannst sie nur abbauen, ja, oder rausholen, wenn du dein Darlehen zurückgezahlt hast, also die geminteten geburnt hast sozusagen. Aber ansonsten hat man aktuell keine Möglichkeit, diese Position direkt durch einen Link anzusteuern. Den Link haben die in der Anleitung beschrieben. Ich werde es euch unten auch nochmal ins Video reinpacken, ja, wie der Link sich zusammensetzt. Der Link führt einfach direkt auf Uniswap selbst. Ja. Und dort könnt ihr tatsächlich die ganz normal wie auf der Uniswap-Oberfläche die Position vergrößern. Ja. Verringern kann man es nicht, aber vergrößern an der Stelle. Und das ist auf jeden Fall, wenn die Oberfläche dazu auch noch da ist, ist das definitiv sehr, sehr spannend. Denn ich meine, für die anderen Positionen könnte man vielleicht noch sagen, okay, ja, ich will geleveraged DCA in oder DCA out machen, weil aktuell kann man halt USDC, USDT gegen Bob als Position reinpacken oder halt Matic oder ETH, ja, beides gegen den Bob-Token. Und diese volatileren Sachen, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, weil ne, ich habe ja oft gesagt, das ist überhaupt nichts, was ich selber benutzen würde, außer ich würde das nutzen, um DCA in oder out zu betreiben. Wenn ihr wissen wollt, warum oder wie das funktioniert, könnt ihr schon seit einiger Zeit bei mir diese private Coachings dazu buchen. Konzentrierte Liquidität ist eine meiner Spezialität. Aber bei diesen Stablecoin, ne? Also Bob gegen USDT, beziehungsweise Bob gegen USDC, sehe ich da tatsächlich, also habe ich jetzt aktuell auch noch die Position laufen. Ich werde das über eine ganze Weile beobachten, denn wenn das tatsächlich richtig gut funktioniert, also momentan ist natürlich auch relativ wenig Leute da drin insgesamt, ich glaube 16 oder 18 Leute, aber wenn sich das tatsächlich etabliert, sehe ich da definitiv über eine Zwischenzeit, vielleicht ein paar Monate, ja, bis da natürlich genügend Leute darauf aufmerksam geworden sind, eine gute Farming-Möglichkeit. Ja? Denn aktuell, vorhin habe ich geguckt, bin ich bei meinen zwei Pools, die ich da drin habe, mit dem Leverage zusammen auf 80% oder 90% an APR natürlich vorübergehend. Ja? Nichtsdestotrotz, definitiv eine sehr spannende Kombinationsmöglichkeit, vor allem, wenn ihr sagt, hey, ich bin sowieso sehr in diese ganzen Optionen und so drin, ich kann ja, einiges für mich selbst ausrechnen, könnte man theoretisch auch sowas sich überlegen wie gehedgte Position mit konzentrierter Liquidität, das heißt sowas wie tatsächlich wie Bob gegen ETH oder Bob gegen Matic reinpacken, ja, und dann mit den geminteten Bob, keine Ahnung, Long oder Short jeweils, je nachdem, wie man vermutet, wohin der Kurs sich bewegen könnte, eine Gegenposition aufbauen und somit das Ganze hedgen. Und als allerletztes, natürlich ganz traditionell, ja, man muss noch nicht mal das loopen. Das erste, was ich beschrieben habe, ist halt Leverage oder Loopen, wie man es nennt. Man könnte tatsächlich einfach nur zu einer USDC gegen Bob als Sicherheit hinterlegen, also der Farm zu einer Stelle mit 5 oder 10% Rendite und die Bob, die man sich dagegen gemintet hat, ja, kann man zu einer in eine dritte Farm woanders, ja, ob das auch sag mal Quickswap, Sushi oder sonst wo ist, dort, wo man zwar mit 10 oder 20% und einfach easy going farmen kann, das zusammen addiert, ja, das läppert sich auf jeden Fall zusammen auf etwas höhere Zahlen und das wäre, sag ich mal, so die easy going Methode, wie man damit theoretisch farmen könnte. Also es sind, wie gesagt, aktuell sehr relativ eingeschränkt, die Pools, die erlaubt sind, aber wenn es tatsächlich ausgereift ist und sehr, sehr viele Pools erlaubt sind, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da einiges dabei machen kann. Dann, bisher gibt es halt noch kein anderes Protokoll, soweit ich weiß, ja, wo man konzentrierte Liquidität als Sicherheit und auch noch leveragen kann. Und das ist tatsächlich auf dem Gebiet, finde ich, eine gute Lösung. Und ja, lasst euch einfach da. Ja, die entsprechenden Links und die Bilder packe ich ins Video rein. Und lasst gerne einen Kommentar oder Like dahinter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.